Marcel Görden, Sieg bei den Bergischen Panthern, ließ sich ein bisschen schwierig an, aber dann doch souveränen Sieg am Ende eingefahren. Ja, absolut. Ich glaube, wir sind nicht gut ins Spiel reingekommen, wie auch schon gegen Aalen. Haben, glaube ich, jeweils in der ersten, der zweiten Halbzeit eine gute Phase gehabt, wo wir uns ein paar Tore absetzen konnten. Die haben wir dann leider zu schnell wieder hergeschenkt. Aber nichtsdestotrotz sind wir froh, dass wir nachher doch noch das Spiel souverän gestalten konnten und die zwei Punkte mitgenommen haben. Jetzt haben wir zwei Siege hintereinander auf dem Konto. Jetzt heißt es nächste Woche wieder in der heimischen Glockenspitzhalle den nächsten Sieg einzufahren. Wie sehen da die Chancen aus? Ja, die Chancen stehen natürlich nicht schlecht. Wir können gegen jede Mannschaft in der Liga gewinnen, keine Frage. Nichtsdestotrotz, Schalksmühle hat, glaube ich, auch beide Spiele gewonnen, auch sehr souverän. Haben eine sehr starke Mannschaft, waren eigentlich jetzt die ganzen Jahre eigentlich unter ihren Möglichkeiten, meiner Meinung nach. Also standen viel zu schlecht in der Tabelle da und ich glaube, es wird ein sehr hartes Stück Arbeit, aber ich glaube, mit den Zuschauern im Rücken holen wir uns die zwei Punkte auch zu Hause nächste Woche. Danke, Marcel Görden.